Jo, servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Quick Tips und die letzte Folge zu dem Refined Storage System, zumindest vorerst. Und heute geht es darum, wie ihr wireless auf eure Items zugreifen könnt, also ohne dass ihr zu einem Monitor rennen müsst. Das Ganze funktioniert über sogenannte Wireless Grids und über einen Wireless Crafting Monitor, aber den erkläre ich euch erst nachher. Als erstes das Wireless Grid. Das ist eben im Prinzip genau dieses Ding. Nein, dieses nicht. Dieses kann man nicht craften damit. Genau das dann nur in Taschenformat. Und wie funktioniert das jetzt? Wir müssen es als allererstes einmal aufladen. Damit könnt ihr, das könnt ihr in jedem Ding machen, wo ihr andere Items auch aufladen könnt. Da könnt ihr einfach diese Geräte auch aufladen. Wir laden das andere jetzt auch gleich auf. Und dann braucht ihr noch einen Wireless Transmitter. Den müsst ihr oben so, genau so auf eine draufstellen, auf ein Kabel. Und der transmittet jetzt sozusagen eure Sachen, aber wenn ihr jetzt das rechtsklickt, merkt ihr, aha, das geht noch nicht. Ihr müsst jetzt noch einmal Shift rechtsklick auf euren Controller klicken, machen wir auch mit beiden, um diese Geräte sozusagen zu aktivieren. Und wenn wir da jetzt rein sind, wenn wir das jetzt klicken, dann sehen wir, okay, wir können da jetzt auf unsere Items zugreifen. Und wenn wir da jetzt weit wegfliegen würden, dann wird uns die Reichweite ausgehen. Hier sieht man auch, wir haben jetzt 16 Blöcke Reichweite und man kann eben sogenannte Range Upgrades reingeben und mit denen kann man die Reichweite eben erhöhen. Maximal 4 kann man reingeben und so erhöht man halt eben die Reichweite. Und dann gibt es noch das den Wireless Crafting Monitor. Der zeigt euch an, was für Crafting Prozesse gerade aktiv sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel Capacitor craften, dann sehen wir mit dem, aha, es werden Capacitor gecraftet. So viele müssen noch gecraftet werden und ja, das zeigt uns der halt alles an. Und das war es auch wieder mit dem. Es war nicht zu viel, war ein ganz kurzer Quick-Tipp. Und wie immer, jetzt ist uns der Strom ausgegangen. Genau am Ende der Folge, weil die Capacitor Bank alles leer gesaugt hat. Tut jetzt aber nichts zur Sache. Ihr wisst, wie alles funktioniert. Crafting-Rezepte wie immer selber nachschauen. Und damit, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte Kritik in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt, es kommen zweimal alle 7 Tage so ein Video. Dann abonniert mich, wenn ihr die sehen wollt. Und damit dann bis zum nächsten Mal. Ciao.